Trapper, tust du mir einen großen Gefallen. Sicher? Ich möchte, dass du Harry behandelst, du persönlich. Warum ich? Er ist ein toller Hecht, dieser alte Trapper. Ich kann verstehen, warum ihr beide euch so gemocht habt. Aber ich verstehe auch, warum du ihn verlassen hast. Er neigt dazu, sehr egoistisch vorzugehen. Findest du nicht auch? Wenn ich noch an meine Ex-Frau hängen würde und so ein Blindgänger wie Bowman sie heiraten wollte, dann würde ich nicht operieren. Meine Gefühle könnten mir im Wege stehen. Her damit! Was, das? Ja, ja, gib her, pack's in die Schlinge. Warum sollte ich mich an ihrem Eigentum vergreifen? Sie, Stanley, ich habe einen Patienten im OP und sein Angiogramm ist in der Titanic und die Titanic ist weg. Und Sie sagen mir jetzt sofort, was Sie mit ihr angestellt haben. Wir haben immer noch diese Nacht. Du musst doch nicht darauf antworten, oder? Guten Morgen. Sieht nach viel Arbeit aus. Oh ja. Drei Autounfälle, ein Selbstmordversuch, ein Koronarinfarkt, zwei Opfer einer Prügelei und ein Kind mit einer Bohne in der Nase. In seinem Ohr, in seiner Nase, Trapper, steckt ja eine Kichererbse. Aha. Kümmere dich um Raum 2, Gonzo. Schmerz im oberen Bauchbereich und Rücken. Komplettes Durchchecken. Wird gemacht. Ich bin in Raum 4. Officer, gut. Dieses unverschämte Monstrum packt schon wieder auf meinem Parkplatz. Mein Herr, Sie sind hier im Krankenhausbereich. Jede Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Wenn dieses Ding da nicht sofort verschwindet, lasse ich es abschleppen. Sind Sie der Chef der Unfallstation? Ja, Dr. Stanley Riverside Jr., Chef der Notaufnahme. Und mein Parkplatz ist besetzt. Gut, Doktor. Sie bekommen eine Anzeige wegen Lärmbelästigung im Krankenhausbereich. Wie geht's Ihnen denn so? Ach, die Wehen kommen jetzt alle 2 Minuten. Norman? Ja? Bring diese Lady in den Kreißsaal. Schnell. Ja, doch. $5, dass es ein Junge wird. Abgemacht. Was liegt jetzt an? Hallo, Jackpot. Polo. Was machst du denn hier? Ich blute, Kumpel. Und womit bist du beschäftigt? Ja? Na, irgendeiner muss dich Würmer jetzt zusammenflicken. Ab geht's. Hey, wohin bringst du mich? In den großen Ballsaal. Du hast mir den nächsten Tanz versprochen. Raum 1. Seit wann haben Sie diese Schmerzen, Mr. Bowman? Ein paar Tage schon, aber nicht regelmäßig. Nachts werden sie stärker und da dachte ich, ich komme doch besser mal her. Ganz ruhig. Versuchen Sie locker zu bleiben. Ruhig. Wird's besser? Sie glauben wahrscheinlich, es sei ein Herzanfall. Eine der Möglichkeiten. Nein, das glaube ich nicht. Ich muss mir einen Muskel gezerrt haben beim Racketspiel. Ich überweise Sie in unsere kardiologische Abteilung, Mr. Bowman. Wir machen einige Tests und dann sehen wir weiter, okay? Gute Idee. Meine Jahresuntersuchung ist sowieso fällig. Sagen Sie, ist Trapper John in der Nähe? Sie kennen Dr. McIntyre?
Naja, nicht persönlich. Wir haben einen gemeinsamen Freund. Er soll ein guter Arzt sein. Er ist der Beste. Chefchirurg hier. Gut zu wissen, dass der alte Trapper so auf Trab ist. Sagen Sie ihm, er soll mal bei mir reinschauen, ja? Vielleicht lasse ich mich sogar von ihm behandeln. Großartig. Er kann die Erfahrung brauchen. Dr. Gallagher, die Aufnahme bitte. Oh, Rittchen, ist Dr. Riverside schon da? Gerade angekommen, Doktor. Und würden Sie mir bitte einen Gefallen tun? Ich weiß. Nennen Sie mich nicht Rittchen. Das ist doch nicht zu fassen. Der verpasst mir eine Anzeige gegen nichts. Stanley, wo sind Sie gewesen? Nicht jetzt schon. Ich habe großen Ärger. Was ist los? Die Titanic parkt auf meinem Platz. Warum regen Sie sich so auf? Ist das nicht Grund genug? Wenn dieser übergeschnappte Gates nicht sofort wegfährt, sag ich's meinem Vater. Stanley, so ein Unsinn. Es gibt jetzt wichtigere Dinge zu tun. Helfen Sie Jackpot in Raum 3. Der arme Junge hatte Nachtdienst. Schwester Fieldman dringend in Raum 1. Schwester Fieldman in Raum 1, bitte. Oh, Hollis, hilft Jackpot in Raum 3. Der Arme hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Ich leider auch. Braver Kerl. Deshalb läuft auch alles hier so prima. Hallo, Dad. Hier ist Stanley. Stanley, Dad. Setz dich, Trapper. Steh dir gleich zur Verfügung. Ist ja komisch. Ich könnte schwören, dass er sei mein Büro. Nur ruhig. Wenn ich deinen Schreibtisch nicht aufräume, wer dann? Hör auf, Starch, du hast anderes zu tun und solltest nicht noch als Sekretärin arbeiten. Gut, aber es ist nicht damit zu rechnen, dass deine Sekretärin diese Arbeit tut. Sie wurde offensichtlich dazu angestellt, herumzusitzen und sich die Nägel zu maniküren, richtig? Nicht aufregen, sie ist nur aushilfsweise hier. Die Arme braucht diesen Job, ihr Mann hat sie verlassen. Kein Wunder, er wäre ja sonst im Nagellack ertrunken. Runter da. Was? Weißt du, was das ist? Nein, was? Deine Notizen über die Darmgeschichte von der letzten Woche. Du glaubtest schon, sie wären verloren gegangen. Und hier... Adressier dann Melanie. Ihr Unterhaltscheck. Vor einer Woche wollte ich ihn schon abschicken. Du verblüffst mich, Trapper. Du kümmerst dich mehr um Melanie als die meisten Männer um ihre Ehefrauen. Sie ist meine Frau. War es. Also wäre es nicht einfacher für euch beide, wenn ihr wieder heiraten würdet? Allein schon das Porto, was du sparen würdest. Naja, ich weiß nicht. Melanie hat ihr Leben und ich habe meins. Wir können nicht... Oh. Hallo, komm rein. Kennst du einen Harry Bowman? Bowman? Kommt mir bekannt vor. Ein Patient wurde heute Morgen aufgenommen. Er möchte mal, dass du bei ihm vorbeischaust. Bowman. Kennen wir ihn? Ich kann mich nie an Gesichter und Namen erinnern. Aber wenn ich seinen Blinddarm oder sein Inneres sehe, erkenne ich ihn wieder. Ich habe ihn gerade durchgecheckt. Er ist ein großer Fan von Trapper. Er erzählte mir, dass... Warte mal, Harry Bowman. Komm mit, wir wollen uns diesen Riesenfan mal anschauen. Hier, geben Sie dies doch gleich auf. Ja, Doktor. Gleich. Schwester Ruth, bitte sich in der Röntgenabteilung zu melden. Schwester Ruth, bitte die Röntgenabteilung anrufen. Wer hat denn nicht gesagt? Wir haben einen gemeinsamen Freund. Wenn man starke Schmerzen hat, ist man nicht zum Reden aufgelegt. Oh, Trapper. Melanie, wie geht's? Ich habe Angst. Ich mache mir Sorgen. Harry war noch keinen Tag in seinem Leben krank. Und jetzt ist er... Du weißt Harry Bowman, der da drinnen liegt. Das ist der Mann, den ich... Naja, Harry und ich... Oh. Ich weiß. Ach, es geht ihm schrecklich, Trapper. Meinst du, dass es was Ernstes ist? Dr. Gates weiß mehr über diesen Fall als ich. Wir können uns noch kein genaues Bild machen, bevor wir nicht die Testergebnisse haben. Aber im Augenblick besteht keine Gefahr. Im Augenblick? Das bedeutet eine neue Herzattacke? Schau, Melanie, die Tests werden uns das Problem genau anzeigen. Dann können wir entsprechend vorgehen. Genau, ich werde mich jetzt wieder darum kümmern. Entschuldigen Sie mich. Möchtest du einen Kaffee? Nein, danke. Ich muss wieder zurück in den Laden. Trapper, tust du mir einen großen Gefallen? Sicher? Ich möchte, dass du Harry behandelst. Du persönlich. Warum ich? Weil du der beste Arzt auf der Welt bist. Also hör mal, Melanie, wir haben ja ein super Team, einige von den besten Chirurgen. Aber die sind doch bei weitem nicht so gut wie du und das weißt du auch. Bitte, Trapper, ich will das Beste für ihn. Du wirst dich um ihn kümmern, ja? Melanie. Oh, danke, Schatz. Ciao.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Woher wusstest du, dass es ein Junge wird? Mrs. Angelini bringt immer nur Jungs zur Welt. Den hier hat sie im Lift bekommen, zwischen dem dritten und vierten Stock. Sie ist langsamer geworden. Letztes Jahr hat sie es nur bis zum Zwischenstock geschafft. Dr. Smith wird in der Cafeteria erwartet. Dr. Smith, bitte in der Cafeteria melden. Psst. Jackpot! Bist du immer noch hier? Wir haben dich vor einer Stunde entlassen. Mann, ich brauche ein bisschen Stoff. Was für ein Stoff? Das glücklich machende Zeug, das ihr da in den Schränken habt. Vergiss es. Hey Mann, du und ich, wir waren doch mal prima Nachbarn. Wir haben doch früher viele Streiche gemacht. Ich schlag dir was vor. Ein sauberes Geschäft. Ich gebe dir 40% von allem, was ich verkaufe. Nichts da, mein Lieber. Der Polizeichef gibt mir 50%. Schwester Angela, in den Verbandsraum kommen. Schwester Angela, bitte in den Verbandsraum. Her damit. Was, das? Ja, ja, gib her, pack's in die Schlinge. Rein damit. Was wollen Sie mit dem Zeug? Reich werden, mein Püppchen. Weißt du eigentlich, was der Stoff auf der Straße wert ist? Aber das ist doch hey, nur... Hey, was ist da in der Papiertüte drin? Das ist mein Essen. Klar, ja, sicher. Es stimmt, ja. Gib her, auch hier rein. Wehe, du sagst was. Nicht ein Sterbenswörtchen. Sonst komme ich wieder und kratz dir meinen Namen in dein hübsches Gesicht. Nicht ganz dich. Warum? Klaute mir doch ein Thunfisch-Sandwich und eine Flasche mit Zäpfchen. Mr. Beaumont. Dr. McIntyre. Gut, gut. Der alte Trapper John. Melanie hat so viel erzählt von Ihnen, dass Sie mir wie ein alter Kumpel vorkommen. Schon gut, sie hat mich gebeten, nach Ihnen zu sehen. Hören Sie, ohne den jungen Mann hier beleidigen zu wollen, wenn Sie mich behandeln würden, selbst wenn ich es nicht überleben sollte, wäre mir das sehr recht. Wir werden darüber sprechen nach der Auswertung der Tests. Nur keine Sorgen um den alten Harry, sowas schafft mich noch lange nicht. Nicht so lange eine so wundervolle Frau wie Melanie draußen auf mich wartet, sich darauf freut, dass wir bald heiraten werden. Ja, ich weiß. Wissen Sie, wir mussten die Hochzeit schon mal verschieben. Ich habe nicht vor, Melanie ein zweites Mal zu enttäuschen. Gut. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Bowman. Sie sollten sich jetzt besser ausruhen. Wieso? Ich fühle mich großartig. Und so soll es auch bleiben, nicht, Doktor? Stimmt. Wir sehen uns später, Mr. Bowman. Kümmerling. Du willst jetzt wissen, wie es um ihn steht, deshalb gebe ich dir eine Vorwarnung. Möglicherweise ein Bauchaorta-Aneurysma. Na, großartig. Er muss sicher operiert werden. Würdest du das machen? Wenn der Patient es von mir verlangt, dann kann ich es ihm doch schlecht verweigern, oder? Tatsächlich nicht. Hör, wenn ich an meiner Ex-Frau noch hängen würde und so ein Blindgänger wie Bowman sie heiraten wollte, dann würde ich nicht operieren. Meine Gefühle könnten mir im Wege stehen. Ich denke doch, dass es mir gelingt, objektiver zu sein. Oh Mann. Ich wusste zwar, dass du Fehler hast, Trapp, aber nicht, dass dieser Edelmut dazugehört. Arbeiten. Komm doch rein. Danke. Ich war eben noch bei Harry. Er macht mir Sorgen. Weißt du inzwischen mehr über ihn? Ja, er scheint ein netter Kerl zu sein. Freundlich, angenehm, offenherzig. Ich spreche von seiner Gesundheit. Also die vorläufigen Tests sehen nicht sehr gut aus. Er hat vielleicht ein Aneurysma. Wir müssen ein Angiogramm machen, um es festzustellen. Und wenn es das ist? Dann rate ich gewöhnlich zum Eingriff. Oh nein. Harry und ich hatten vor, bald zu heiraten. Ich dachte, du hättest deine Meinung geändert. Ja, hatte ich auch, bis jetzt. Aber Harry ist sehr hartnäckig. Sollen wir lieber warten? Tja, warum fragst du mich?
Du bist der Arzt. Du kennst deinen Zustand besser als ich. Hör, Melanie, wenn das tatsächlich ein Aneurysma ist, kann das jederzeit platzen, was dann sehr schlecht für ihn ist. Andererseits muss es nicht zum Schlimmsten kommen. Er kann ein langes, glückliches Leben führen ohne eine Operation. Das ist für mich keine Antwort. Wie soll ich dir denn antworten? Was würdest du denn tun? Ich würde mich für eine Operation entscheiden. Ist das nicht gefährlich? Melanie, jede Operation birgt ein Risiko. Ach, du bist wirklich keine große Hilfe. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Soll ich ihn heiraten, Trapper? Schau, frag mich was über die Kinder, den Hund, den Klempner, die Lebensmittelgeschäfte, aber stell mir keine Fragen dieser Art. Komm schon, sei ehrlich zu mir. Du hast dir sicher deine Meinung über ihn gemacht. Natürlich habe ich das. Ich denke, dass er ein blasierter, arroganter, herablassender, anmaßender Popanz ist. Schon gut. So genau wollte ich es nun auch nicht wissen. Okay, es tut mir leid, das hätte ich nicht sagen dürfen. Er ist sicher ein anständiger Kerl, der dich sehr glücklich machen wird. Woher willst du das denn wissen? Du kennst ihn doch überhaupt nicht. Was machen Sie mit diesem Krankenhausbett? Sie wissen, Stanley, auf Geschäftsleute ist heutzutage kein Verlass mehr. Entgegen meinen Anweisungen liefern Sie mir den Wein tatsächlich ins Krankenhaus anstatt Châteauneuf-du-Pape. 1976. Das ist ein gutes Jahr. Seit wann, Doktor, transportieren wir Wein mit Krankenhausbetten? Ich hatte keine andere Wahl. Alle Rollstühle waren besetzt. Reichen Sie doch bitte die Flaschen an, ja? Sie scheuen doch tatsächlich keine Mühe, den guten Ruf des Krankenhauses zu ruinieren. Wenn nicht ich, wer sonst? Damit muss endgültig Schluss sein, Gates. Also diese Sache mit der Titanic zum Beispiel. Ich habe lange mit meinem Vater darüber gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Ja, Sie vergessen nie, es zufällig zu erwähnen. Also dieses Ding da, in dem Sie leben, muss verschwinden. Und zwar sofort. Geht leider nicht, Stanley. Jede Bewegung gerade jetzt würde dem Bein sehr schaden. Das ist ein sehr empfindlicher Stoff. Wenn Sie nicht sofort tun, was ich sage, werde ich Sie vorlegen. Gehen Sie rüber ins Krankenhaus? Natürlich. Nehmen Sie das Bett mit, ich brauche es nicht mehr. Gates! Wenn Sie nicht sofort mit diesem Schandfleck hier verschwinden, schleppe ich ihn persönlich ab! Was nicht in Ordnung, Stanley? Guten Morgen, John. Wie kommt denn das Bett hierher? Fragen Sie doch Ihren Freund Gonzo. Nehmen Sie es mit rein. Das macht keinen guten Eindruck hier auf dem Parkplatz. Gonzo! Komm rein! Morgen, Trapper! Hi! Oh! 76er, ausgezeichneter Jahrgang. Möchtest du einen Schluck? So früh am Morgen? Besser als mein Kaffee. Ja, du sagst es. Ich möchte mit dir über Harry Bowman sprechen. Wir müssen ein Angiogramm machen. Ich weiß. Ich habe ihm gestern alles erklärt, aber er will nichts davon wissen. Es ist die einzige Möglichkeit, sein Problem genau festzustellen. Wir müssen ihn überreden. Du entwickelst ein persönliches Interesse an diesem Kerl, stimmt's? Natürlich, warum nicht? Je kränker er ist, umso mehr Sorgen macht sich Melanie, nicht wahr? Ja, das ist sicher nicht leicht für sie. Was würdest du tun? Zunächst sollten wir mal frühstücken. Was trinkst du? Orangensaft? Wein? Oder lieber meinen Kaffee? Was zum Teufel ist ein Aneurysma überhaupt? Das ist eine schwache Stelle an der Aortawand. Hm. Woher wissen die denn, dass ich sowas habe? Tun sie ja nicht, deshalb brauchen sie das Angiogramm. Wenn es ein Aneurysma ist, musst du operiert werden. Hat Trapper John das gesagt? Mhm. Er ist ein toller Hecht, dieser alte Trapper. Ich kann verstehen, warum ihr beide euch so gemocht habt. Aber ich verstehe auch, warum du ihn verlassen hast. Er neigt dazu, sehr egoistisch vorzugehen, findest du nicht? Was meinst du damit? Aber das muss dir doch klar sein, Melanie. Der Junge ist immer noch in dich verliebt. Also ist es doch sehr vorteilhaft für ihn, wenn ich in deinen Augen sowas wie ein Invalide bin. Aber Moment mal, Harry. Alles in allem wird keine Frau der Welt einen Mann heiraten, der eine große Operation vor sich hat. Das ist ja furchtbar, was du da sagst. Trapper würde niemals die Situation eines Patienten zu seinem Vorteil nutzen. Ich verurteile ihn deswegen nicht. Unter denselben Umständen würde ich wahrscheinlich genauso handeln. Schlimmer noch, um dich zurückzugewinnen. Trapper John McIntyre würde nie zulassen, dass seine persönlichen Probleme sein medizinisches Urteil beeinflussen. Er hat eine heilige Verpflichtung gegenüber seinen Patienten. Sie bedeuten ihm mehr als alles andere. Als alles andere? Ja, als alles andere. Warum glaubst du, ist unsere Ehe kaputt gegangen? Immer war da wieder ein anderer Patient. Ein Telefonanruf.
Oder dieser elektronische Piepser, der ihn ins Krankenhaus zurückrief. Selbst schuld, wenn seine Arbeit ihm wichtiger ist als seiner Ehefrau. Genau das habe ich ihm oft vorgeworfen. Aber ich hatte nicht recht. Ich war schuld. Es war meine Schwäche, nicht seine. Aus irgendeinem Grund wollte ich immer mehr von ihm, als er mir geben konnte. In Wirklichkeit war es nicht Trappers Schuld. Er tat ja nur seine Arbeit. Es war nicht Melanies Schuld. Sie hatte nur ganz andere Wünsche als ich. Nach meiner Rückkehr aus Korea glaubte ich, die im Krieg verloren gegangene Zeit wieder nachholen zu müssen. Ich wollte unbedingt als junger Arzt eine Kanone werden. Noch Kaffee? Und Melanie kämpfte um den Rest ihrer Identität. Aber ich war viel zu sehr beschäftigt, um es zu bemerken. Hätte ich nur etwas mehr auf ihre Bedürfnisse geachtet. Okay, das war damals. Heute ist heute. Nun führt sie ein anderes Leben, hat ihre Identität gefunden und du bist über deine Fehler im Klaren. Also warum unternimmst du dann nichts? Ach, du lieber Gott, dafür dürfte es zu spät sein. Und Harry Bowman, willst du, dass sie diesen Clown heiratet? Nein, nein, aber... Dann raus aus deinem Schneckenhaus. Nein, das wäre nicht fair gegenüber Bowman jetzt, wo es ihm nicht gut geht, nein. Da haben wir ihn ja wieder, deinen Edelmut. Schau, wir tun noch nur, was wir können, damit es dem Patienten gut geht. Stimmt. Gut, das gehört also zu deinen selbstverständlichen Pflichten als Arzt. Wenn es aber um die Liebe geht, Trapper, dann gelten doch andere Regeln. Du darfst austricksen, lügen, stehlen, treten, betrügen. Ja, naja. Wahrscheinlich bist du doch zu alt dafür. Was willst du damit sagen? So alt bin ich nun auch wieder nicht. Also, wir werden sehen. Jetzt muss ich los. Danke fürs Frühstück. Hallo. Hallo, guten Morgen. So früh schon hier? Ja, ich habe Harry noch besucht, bevor ich zur Arbeit gehe. Melanie. Hey, ich habe um 6 Uhr Schluss. Komm doch zum Abendessen, wenn du Zeit hast. Danke vielmals, aber ich kann nicht. Nein, ich kann doch. Aber ich lade dich ein. Ah, dein prächtiges Macho-Gehabe ist ja noch intakt, wie ich sehe. Ich warte um 6 Uhr vor dem Laden auf dich, Kleines. Abgemacht. Bis dann. Ciao. Herrlich, nicht? Ja, wirklich. Erinnert mich an unsere Ferien auf dem Hausboot mit den Kindern. Ja, und wir alle bekamen einen Ausschlag. Nicht wir alle, nur du. Bist du dir ganz sicher? Erinnerst du dich nicht mehr? Wir konnten fast 3 Wochen nicht miteinander schlafen. Oh ja, daran erinnere ich mich. Eine Frau kam vor einiger Zeit in unseren Laden, voll mit diesem Ausschlag. Sie hat überhaupt nichts gekauft, aber als sie wieder ging, mussten sich alle furchtbar kratzen. Macht dir deine Arbeit da Spaß? Ja, sehr. Und jetzt als rechte Hand des Sportartikeleinkäufers würde ich sogar täglich 27 Stunden arbeiten. So wie du, Trapper. Erst jetzt kann ich verstehen, was dir deine Arbeit bedeutet. Aber ich erlaube meiner Arbeit nicht mehr, mein Leben zu bestimmen. Jetzt hat es so zu laufen, wie ich es will. Es gibt so viel Wichtigeres im Leben, als sich zum Tode zu schuften. Ja, das meine ich auch, ganz und gar. Mein Job macht mir Spaß, aber es ist nicht mein ganzes Leben. Da gibt es andere Dinge, die mir viel mehr bedeuten. Die Kinder... Mein Zuhause? Ein wenig Zeit für jemanden, den ich mag. Genauso geht es mir, genauso. Ich würde auch gern mit jemandem zusammen sein, den ich mag. Jemand, der mir viel bedeutet. Ich weiß nicht. Was versuchst du zu sagen? Ach komm schon, Melanie, du weißt sehr gut, was ich sagen will. Oh, Trapper. Ich habe lange gebraucht, um mein Leben so in den Griff zu bekommen. Alles schön und geordnet. Alles und jeder an seinem Platz. Ich weiß, wer ich bin und was ich will. Wirklich? Ja, ich weiß es. Ich glaube es zu wissen. Und jetzt will ich nicht mehr, dass du alles durcheinander bringst. Oh. Wie zu alten Zeiten, Melanie. Und hast du eine Münze?
Dr. McIntyre, verbinden Sie mich mit dem stellvertretenden Arzt, bitte. Es war wegen Baumann. Es gibt Probleme. Das Aneurysma hat möglicherweise eine Sickerblutung. Wir müssen das Angiogramm machen. Also, Mr. Bowman, lassen Sie mich doch mal sehen. Tut mir leid. Okay. Ich fürchte, wir können nicht länger warten. Wir müssen das Angiogramm machen. Dann erst wissen wir, was los ist und was wir dagegen unternehmen können. Operation? Wahrscheinlich. Das Angiogramm zeichnet uns genau den Plan auf, ist der Wegweiser für die Operation. Also, wenn es unumgänglich ist, dann möchte ich, dass Sie es übernehmen. Melanie sagt, dass Sie der Beste auf Ihrem Gebiet seien. Mr. Bowman, ich fürchte, ich bin nicht... Es ist nicht allein zu meinem Wohl. Zu Ihrem nämlich auch. So eine Operation ist eine fabelhafte Gelegenheit für Sie, alten Knaben. Melanies ewige Dankbarkeit dafür, dass Sie mich gesund machen, ist Ihnen sicher. Und Ihre Kinder erst. Denken Sie mal, wie stolz die auf Sie sein werden. Ihr Vater hat Ihrem zukünftigen Stiefvater wieder ein ganz neues Leben gegeben. Leider kann ich diese fabelhafte Gelegenheit nicht nützen. Denn ich bin in Ihrem Fall gefühlsmäßig verwickelt und das könnte meine Effizienz herabsetzen. Kann ich verstehen. Sie können mich vermutlich aus guten Gründen überhaupt nicht ausstehen. Aber ich bin sicher, dass Sie damit fertig werden. Darauf sollten Sie nicht wetten. Ich bin dafür bekannt, unberechenbar, feindlich und anmaßend zu sein. Stimmt's, Doktor? Oh ja, er ist furchtbar, besonders boshaft. Feindlich und kleinlich, ein wirklich schwieriger Mann. So wäre es für uns beide besser, wenn jemand anderer die Operation durchführen würde. Wir verfügen über ein exzellentes Team an Fachärzten und natürlich über Dr. Gates, der viel qualifizierter ist als ich unter diesen Umständen. Aber wie auch immer, ein Schritt nach dem anderen. Wir brauchen Ihre Zustimmung für das Angiogramm. Wenn Sie es für absolut notwendig halten. Tue ich. Und das ist es auch. Setz einen Termin fest. Was ist mit ihm passiert? Hey, Jackpot. Nein, schon wieder du. Was ist das dieses Mal? Ach, diese Mistkerle aus der Market Street, die haben ja schon wieder eins verpasst. Also ab mit ihm. Hey, wartet doch mal. Wer eilt sich denn da in der Sonne? Das ist einer unserer Ärzte. Er hat heute seinen freien Tag. Tatsächlich? Na sowas. Auf geht's. Nee, rückwärts fahren vertrage ich nicht. Das soll bitte jemand anders übernehmen. Den hier bringt in Raum 2. Jackpot, ich übernehme ihn. Sie gehen in Raum 4. Gut, aber warum? Weil in Raum 4 ein Magen ausgepumpt werden muss und mein Kittel ist gerade aus der Reinigung zurück. Rechtsprellungen und Hautabschürfungen. Möglicher Jochbeinbruch. Hey, Doc. Ja, was ist? Wollen Sie einige heiße Zäpfchen kaufen? In Raum 2 und halten Sie nicht mal auf den Pfeil. Doktor Gates! Hey, trinkst du einen mit? Du solltest dein Geld in einen Telefonanschluss investieren. Ist ein langer Weg zu dir nach draußen. Beschwer dich nicht. Auf diese Weise hast du Gelegenheit, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Komm schon rauf. Beweg deine abgeschlafften Muskeln. Du bist ein Verrückter. Chateau Neuf du Pas, 76er. Er wird dir schmecken. Nicht jetzt. Die Röntgenabteilung hat mir gerade das Bowman-Angiogramm geschickt. Sieht's schlecht aus? Leider sehr schlimm. Du willst dir das doch sicher ansehen. Auf wann soll ich die Operation festlegen? Auf morgen. Früh. Ich kann das doch hier behalten, nicht? Ich möchte es sehr sorgfältig studieren. Es gehört dir. Ich sag nur den anderen vom Team Bescheid. Bleib doch. Trink deinen Wein. Tank ein bisschen Sonne. Ich sehe nicht richtig.
Also da, sehen Sie, schauen Sie sich das mal an. Tiffes ist geschmacklos. Unser Chefchirurg lümmelt sich auf dem Dach von diesem Wohnmobil. Es muss ja etwas unternommen werden. Schnell, Gonzo! Beaumont hat Anzeichen eines Schocks. Was ist passiert? Er schafft es nicht mehr bis morgen. Ruf Starch und mach dich fertig. Du musst sofort operieren. Jackpot? Sein Angiogramm, Röntgenaufnahmen, alles liegt in der Titanic. Ich brauche sie für den Eingriff. Holst du sie mir? Bin schon unterwegs. Wir brauchen Gefäßklammer für die Aorta. Aha. Außerdem 6 Uhr Tape-Deck für die Anastomose. Kreiper nimmt immer 6 Uhr Nylon. Sollte man es früher gemacht. Gonzo, sie ist weg. Was alles, ist weg? Die Titanic, sie steht nicht mehr da draußen. Das ganze Ding ist verschwunden. Es ist alles weg. Ja. Es ist vollkommen unmöglich, sein Wohnmobil auf dem Krankenhausparkplatz abzustellen. So was tut man nicht. Aber das reicht mir jetzt. Mehr lasse ich mir von diesem Schaumschläger Gonzo Gates nicht gefallen. Von jetzt an gibt es nur noch offenen Krieg. Nun raus damit, Stanley. Was haben Sie mit ihr gemacht? Pardon? Mit der Titanic. Sie haben sie abschleppen lassen. Ich sie abschleppen lassen? Wieso? Warum sollte ich mich an ihrem Eigentum vergreifen? Hören Sie, Stanley. Ich habe einen Patienten im OP und sein Angiogramm ist in der Titanic und die Titanic ist weg. Und Sie sagen mir jetzt sofort, was Sie mit ihr angestellt haben. Nichts, ich schwöre, es ist ein großes Ehrenwort. Ich würde so etwas nie tun, niemals. Natürlich habe ich sowas mal verlauten lassen, aber das war Spaß. Die Polizei weiß auch nicht, wo sie ist. Sie ist geklaut worden, Mann. Verdammt. Wir haben keine Zeit mehr, ein neues Angiogramm zu machen. Was zum Teufel soll ich jetzt tun? Du wirst mir assistieren. Ich übernehme die Operation. Warum? Traust du mir das nicht zu? Natürlich traue ich dir das zu, aber ich habe einfach 25 Jahre mehr auf dem Buckel als du. Doch du bist persönlich mit diesem Fall verwickelt. Das lass nur meine Sorge. Weißt du eigentlich, was du tust? Kamst wieder dein Edelmut-Blödsinn hervor. Das ist nun mal eine meiner Charaktere. Aber Trapper... Bitte halt den Mund und wasch deine Hände. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Blutdruck stabil, 120 zu 80. Sieht gut aus. Das scheint eine kleine Blutung zu sein. Kümmere dich darum. Aha. Absaugen, bitte. Aha, da haben wir es. Jetzt bitte die Klammern. Hab ich. Sehr gut. Funktion normal, Blutdruck stabil. Okay. Das Transplantat ist dann auf der Stelle. Die Klammern lösen. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ja, auch da war ganz schön brüchig. Es blutet. Verdammt. Klammern wieder zurück. Schnell. Gut. Lang gedauert. Ist aber ziemlich gut gelaufen. Geht es ihm gut? Ja, kann ich dir jetzt sicher sagen, wenn er aufwacht in 2-3 Stunden. Komm, gehen wir frühstücken. Dr. Gates? Ja, Shapiro? Ich habe eine Nachricht für Sie von Dr. Jackson. Von Jackpot? Ja, Doktor. Er hat vor einer Stunde angerufen, sagt, er hätte eine Spur von der Titanic. Sie sollen bitte zu dieser Adresse kommen. Okay, Shapiro, danke. Hey, Taxi! Nehmen Sie mich mit!
scheinst einiges unternommen zu haben, alter Freund. Das hier fand ich in deinem Müll. Wie es scheint, hat sich dein Geschmack in Sachen Wein verbessert. Hab ich von meiner süßen alten Mami gelernt. Sie fuhr auf Muscatella ab. Wo ist die Titanic, Polo? Wie soll ich das wissen, Mann? Ich saufe Wein, Doktor, und nicht mit der Titanic ab. Ich glaube, du lügst. Ach, Kumpel, willst du mir etwa unterschieben, dieses Wegel geklaut zu haben? Ja. Nein, lass das. Ich halte dich dafür als viel zu clever. Aber vermutlich kennst du diese armen Idioten, die sie gestohlen haben. Also, Mann, was meinst du mit armen Idioten? Ich hoffe nur, dass sie keine Freunde von dir sind, denn wenn sie merken, was sie da haben... Gonzo. Lass es mich mal so sagen. Ich bin richtig froh, dass sie uns davon befreit haben. Ja? Was ist denn damit los? Also, ich darf euch das gar nicht erzählen, aber... Gonzo! Warum nicht? Die Jungs würden es verstehen. Ja, und was ist mit dem Gesundheitsamt? Und den hohen Tieren in Washington? Glaubst du, die würden das verstehen, ha? Huh? Und wenn die FAPCNR erstmal rausfindet, dass wir nicht dicht sind? Ey, Mann, nur mal ruhig. Was ist das? FAPC-Ding. Was ist das? Die Federal Association for Protection of Classified Nuclear Radioactivity. Gonzo! Ja, du hast ja recht, so recht. Entschuldigung, Leute, ich kann nicht darüber sprechen. Aber hört, sind diesen Leuten von der Titanic vielleicht schon die Haare ausgefallen oder sowas? Aber so schnell wird das doch nicht passieren. Vielleicht das nicht gleich, aber die Impotenz sofort. Impotenz? Und Sterilität auch. Es fängt mit dem Ausschlag an. Kratzige Haut. Etwas scharf hier und da. Aber das ist dann nicht euer Problem, oder? Gott sei Dank habt ihr ja nichts damit zu tun. Wir müssen los, Jackpot. Stimmt. Diese armen Dummköpfe. Wie die wohl aussehen werden. Kahl. Bis später. Habt einen schönen Tag noch. Ich wette 5 zu 10, bis Mitternacht ist sie wieder da. Die Wette gilt, du Schlaumeier. Hi, Harry. Wie geht es dir? Gut, danke. Ich hab schon gegessen. Ach, Harry, wie fühlst du dich? Prima. 3 Tage machen schon einen Unterschied. Du siehst wirklich viel besser aus. Ja, aber schon sehr lästig, dieser ganze Quatsch. Jetzt müssen wir unsere Hochzeit nochmal verschieben. Aber das macht doch nichts. Ich meine, das Wichtigste ist doch deine Gesundheit. Und Trapper sagt, du wirst gesünder sein als je zuvor. Er hat dich operiert, weißt du? Ja, ich weiß. Schon ein prima Kerl, der alte Trapper. Ja, er ist wirklich prima. Ich habe das dumpfe Gefühl, mit ihm mein Leben lang konkurrieren zu müssen. Harry... Jetzt hör mir mal zu, Melanie. Wenn einem der Tod so nahe gerückt war wie mir... Wie geht es Ihnen heute? ...um die Dinge klarer zu sehen. Ich habe kein Recht, dich einem Mann wegzunehmen, der so wichtig ist in deinem Leben. Ich habe dich um etwas gebeten, was du mir nicht geben kannst. Harry, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sieh mal, ich habe keine Angst vor Konkurrenz. Es macht mir sogar Spaß. Aber Trevor ist jemand, mit dem ich nicht konkurrieren kann. 19 Jahre mit dir. Er hat zu viele Asse in der Hand. Ich möchte, dass du glücklich wirst, Melanie. Und ich muss die Dinge sehen, wie sie sind. Geh also. Geh aus meinem Leben, ja? Weißt du was, Harry? Du bist wunderbar. Mr. Beaumont, entschuldigen Sie, aber ich habe Ihr Gespräch mit angehört. Sie haben sich eben ganz großartig verhalten, die Frau freizugeben, die Ihnen so viel bedeutet. Gib jemandem Zeit und er kommt zurück. Ich komme schon. Entschuldige, dass ich dich warten ließ. Gefällt es dir?
Sag mir, wieso wird jeder Mensch auf dieser Welt älter und älter? Nur du nicht. Das letzte Mal, als ich es anhatte, war vor 10 Monaten. Wir feierten den 4. Jahrestag unserer Scheidung. Erinnerst du dich? Vielleicht können wir diesmal etwas viel Glücklicheres feiern. Weißt du, ich habe ein kleines Häuschen am Strand von Cammer gemietet. Wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende dorthin fahren? Das würde ich gern, Trapper. Liebend gern. Aber wir haben dieses Wochenende Inventur. Ich bitte dich, Melanie, kannst du dich nicht davon freimachen? Es ist meine Abteilung, meine Verantwortung. Oh je. Yeah. Da sind wir am alten Punkt. Die gleichen Hindernisse wie eh und je. Weißt du, Melanie, wenn zwei Menschen sich lieben, dann dürfen sie ihren Jobs nicht erlauben, dazwischen zu kommen. Was ist denn nun schon wieder? Wir haben immer noch diese Nacht. Du musst doch nicht darauf antworten, oder? Nein. Ich brauche wirklich nicht darauf zu antworten. Hier ist Dr. McIntyre. Verbinden Sie mich mit dem diensthabenden Arzt, bitte. Hallo, McIntyre, was ist los? Aha. Ah. Okay. Ah. Ich bin gleich da, danke. Ein 8 Jahre altes Kind. Mit inneren Blutungen. Eins meiner Patienten. Die alte Geschichte. Ruf mich an, wenn du Zeit hast. Du kennst meine Nummer. Ich muss mich beeilen. Ciao. Brauchst du Hilfe? Nein, danke, das schaffe ich schon. Und wie ist mit dir? Suchen Sie mir die Unterlagen raus, ich kümmere mich dann drum. John, schon gesehen? Sie ist wieder da. Die Titanic ist wieder da. Oh, freut mich zu hören. Das beweist, dass ich mit Ihrem Verschwinden nichts zu tun hatte. In der Tat. Haben Sie es schon gesehen? Sie parkt auf Ihrem Parkplatz.
Krankenhausbett. Sie wissen, Stanley, auf Geschäftsleute ist heutzutage kein Verlass mehr. Entgegen meinen Anweisungen liefern Sie mir den Wein tatsächlich ins Krankenhaus anstatt Châteauneuf-du-Pape. 1976. Das ist ein gutes Jahr. Seit wann, Doktor, transportieren wir Wein mit Krankenhausbetten? Ich hatte keine andere Wahl. Alle Rollstühle waren besetzt. Reichen Sie doch bitte die Flaschen an, ja? Sie scheuen doch tatsächlich keine Mühe, den guten Ruf des Krankenhauses zu ruinieren. Wenn nicht ich, wer sonst? Damit muss endgültig Schluss sein, Gates. Also diese Sache mit der Titanic zum Beispiel. Ich habe lange mit meinem Vater darüber gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Ja, Sie vergessen nie, es zufällig zu erwähnen. Also dieses Ding da, in dem Sie leben, muss verschwinden. Und zwar sofort. Geht leider nicht, Stanley. Jede Bewegung gerade jetzt würde dem Bein sehr schaden. Das ist ein sehr empfindlicher Stoff. Wenn Sie nicht sofort tun, was ich sage, werde ich Sie vor Gehen Sie rüber ins Krankenhaus? Natürlich. Nehmen Sie das Bett mit, ich brauche es nicht mehr. Gates! Wenn Sie nicht sofort mit diesem Schandfleck hier verschwinden, schleppe ich ihn persönlich ab! Was nicht in Ordnung, Stanley? Guten Morgen, John. Wie kommt denn das Bett hierher? Fragen Sie doch Ihren Freund Gonzo. Nehmen Sie es mit rein. Das macht keinen guten Eindruck hier auf dem Parkplatz. Gonzo! Komm rein! Morgen, Trapper. Hi. Oh. 76er. Ausgezeichneter der Jahrgang. Möchtest du einen Schluck? So früh am Morgen? Besser als mein Kaffee. Du sagst es. Ich möchte mit dir über Harry Bowman sprechen. Wir müssen ein Angiogramm machen. Ich weiß. Ich habe ihm gestern alles erklärt, aber er will nichts davon wissen. Es ist die einzige Möglichkeit, sein Problem genau festzustellen. Wir müssen ihn überreden. Du entwickelst ein persönliches Interesse an diesem Kerl, stimmt's? Natürlich, warum nicht? Je kränker er ist, umso mehr Sorgen macht sich Melanie, nicht wahr? Ja, das ist sicher nicht leicht für sie. Was würdest du tun? Zunächst sollten wir mal frühstücken. Was trinkst du? Orangensaft? Wein? Oder lieber meinen Kaffee? Was zum Teufel ist ein Aneurysma überhaupt? Das ist eine schwache Stelle an der Aortawand. Hm. Woher wissen die denn, dass ich sowas habe? Tun sie ja nicht, deshalb brauchen sie das Angiogramm. Wenn es ein Aneurysma ist, musst du operiert werden. Hat Trapper John das gesagt? Mhm. Er ist ein toller Hecht, dieser alte Trapper. Ich kann verstehen, warum ihr beide euch so gemocht habt. Aber ich verstehe auch, warum du ihn verlassen hast. Er neigt dazu, sehr egoistisch vorzugehen, findest du nicht? Was meinst du damit? Aber das muss dir doch klar sein, Melanie. Der Junge ist immer noch in dich verliebt. Also ist es doch sehr vorteilhaft für ihn, wenn ich in deinen Augen sowas wie ein Invalide bin. Aber Moment mal, Harry. Alles in allem wird keine Frau der Welt einen Mann heiraten, der eine große Operation vor sich hat. Das ist ja furchtbar, was du da sagst. Trapper würde niemals die Situation eines Patienten zu seinem Vorteil nutzen. Ich verurteile ihn deswegen nicht. Unter denselben Umständen würde ich wahrscheinlich genauso handeln. Schlimmer noch, um dich zurückzugewinnen. Trapper John McIntyre würde nie zulassen, dass seine persönlichen Probleme sein medizinisches Urteil beeinflussen. Er hat eine heilige Verpflichtung gegenüber seinen Patienten. Sie bedeuten ihm mehr als alles andere. Als alles andere? Ja, als alles andere. Warum glaubst du, ist unsere Ehe kaputt gegangen? Immer war da wieder ein anderer Patient. Ein Telefonanruf. Oder dieser elektronische Piepser, der ihn ins Krankenhaus zurückrief. Selbst schuld, wenn seine Arbeit ihm wichtiger ist als seine Ehefrau. Genau das habe ich ihm oft vorgeworfen. Aber ich hatte nicht recht. Ich war schuld. Es war meine Schwäche, nicht seine. Aus irgendeinem Grund wollte ich immer mehr von ihm, als er mir geben konnte. In Wirklichkeit war es nicht Trappers Schuld. Er tat ja nur seine Arbeit. Es war nicht Melanies Schuld. Sie hatte nur ganz andere Wünsche als ich. Nach meiner Rückkehr aus Korea... Ein paar Tage schon, aber nicht regelmäßig. Nachts werden sie stärker und da dachte ich, ich komme doch besser mal her. Ganz ruhig. Versuchen Sie, locker zu bleiben. Ruhig. Wird's besser? Sie glauben wahrscheinlich, es sei ein Herzanfall. Eine der Möglichkeiten. Nein, das glaube ich nicht. Ich muss mir einen Muskel gezerrt haben beim Racketspiel. Ich überweise Sie in unsere kardiologische Abteilung, Mr. Bowman. Wir machen einige Tests und dann sehen wir weiter, okay? Gute Idee. Meine Jahresuntersuchung ist sowieso fällig. Sagen Sie, ist Trapper John in der Nähe? Sie kennen Dr. McIntyre? Naja, nicht persönlich. Wir haben einen gemeinsamen Freund. Er soll ein guter Arzt sein. Er ist der Beste.
Chefchirurg hier. Gut zu wissen, dass der alte Trapper so auf Trapp ist. Sagen Sie ihm, er soll mal bei mir reinschauen, ja? Vielleicht lasse ich mich sogar von ihm behandeln. Großartig. Er kann die Erfahrung brauchen. Dr. Gallagher, die Aufnahme bitte. Rittchen, ist Dr. Riverside schon da? Gerade angekommen, Doktor. Und würden Sie mir bitte einen Gefallen tun? Ich weiß. Nennen Sie mich nicht Rittchen. Das ist doch nicht zu fassen. Der verpasst mir eine Anzeige wegen nichts. Stanley, wo sind Sie gewesen? Nicht jetzt schon. Ich habe großen Ärger. Was ist los? Die Titanic parkt auf meinem Platz. Warum regen Sie sich so auf? Ist das nicht Grund genug? Wenn dieser übergeschnappte Gates nicht sofort wegfährt, sag ich's meinem Vater. Stanley, so ein Unsinn. Es gibt jetzt wichtigere Dinge zu tun. Helfen Sie Jackpot im Raum 3. Der arme Junge hatte Nachtdienst. Schwester Fieldman dringend in Raum 1. Schwester Fieldman in Raum 1, bitte. Hollis, hilf Jackpot in Raum 3. Der Arme hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Ich leider auch. Braver Kerl. Deshalb läuft auch alles hier so prima. Hallo, Dad. Hier ist Stanley. Stanley, Dad. Setz dich, Trapper. Steh dir gleich zur Verfügung. Ist ja komisch. Ich könnte schwören, dass er sei mein Büro. Nur ruhig. Wenn ich deinen Schreibtisch nicht aufräume, wer dann? Hör auf, Starch, du hast anderes zu tun und solltest nicht noch als Sekretärin arbeiten. Gut, aber es ist nicht damit zu rechnen, dass deine Sekretärin diese Arbeit tut. Sie wurde offensichtlich dazu angestellt, herumzusitzen und sich die Nägel zu maniküren, richtig? Nicht aufregen, sie ist nur Aushilfsweise hier. Die Arme braucht diesen Job, ihr Mann hat sie verlassen. Kein Wunder, er wäre ja sonst im Nagellack ertrunken. Runter da. Was? Weißt du, was das ist? Nein, was? Deine Notizen über die Darmgeschichte von der letzten Woche. Du glaubtest schon, sie wären verloren gegangen. Und hier... Adressier dann Melanie. Ihr Unterhaltscheck. Vor einer Woche wollte ich ihn schon abschicken. Du verblüffst mich, Trapper. Du kümmerst dich mehr um Melanie als die meisten Männer um ihre Ehefrauen. Sie ist meine Frau. War es. Also wäre es nicht einfacher für euch beide, wenn ihr wieder heiraten würdet? Allein schon das Porto, was du sparen würdest. Naja, ich weiß nicht. Melanie hat ihr Leben und ich habe meins. Wir können nicht... Oh. Hallo, komm rein. Kennst du einen Harry Bowman? Bowman? Kommt mir bekannt vor. Ein Patient wurde heute Morgen aufgenommen. Er möchte mal, dass du bei ihm vorbeischaust. Bowman. Kennen wir ihn? Ich kann mich nie an Gesichter und Namen erinnern. Aber wenn ich seinen Blinddarm oder sein Inneres sehe, erkenne ich ihn wieder. Ich habe ihn gerade durchgecheckt. Er ist ein großer Fan von Trapper. Er erzählte mir, dass... Warte mal, Harry Bowman. Komm mit, wir wollen uns diesen Riesenfan mal anschauen. Hier, geben Sie dies doch gleich auf. Ja, Doktor. Gleich. Schwester Ruth, bitte sich in der Röntgenabteilung zu melden. Schwester Ruth, bitte die Röntgenabteilung anrufen. Ich habe nicht gesagt, wir haben einen gemeinsamen Freund. Wenn man starke Schmerzen hat, ist man nicht zum Reden aufgelegt. Oh, Trapper. Melanie, wie geht's? Ich habe Angst. Ich mache mir Sorgen. Harry war noch keinen Tag in seinem Leben krank. Und jetzt ist er... Du weißt Harry Bowman, der da drinnen liegt. Das ist der Mann, den ich... Naja, Harry und ich... Oh. Ich weiß. Ach, es geht ihm schrecklich, Trapper. Meinst du, dass es was Ernstes ist? Dr. Gates weiß mehr über diesen Fall als ich. Wir können uns noch kein genaues Bild machen, bevor wir nicht die Testergebnisse haben. Aber im Augenblick besteht keine Gefahr. Im Augenblick? Das bedeutet eine neue Herzattacke? Schau, Melanie, die Tests werden uns das Problem genau anzeigen. Dann können wir entsprechend vorgehen. Genau, ich werde mich jetzt wieder darum kümmern. Entschuldigen Sie mich. Möchtest du einen Kaffee? Nein, danke. Ich muss wieder zurück in den Laden. Trapper, tust du mir einen großen Gefallen? Sicher? Ich möchte, dass du Harry behandelst. Du persönlich. Warum ich? Weil du der beste Arzt auf der Welt bist. Also hör mal, Melanie, wir haben ja ein super Team, einige von den besten Chirurgen. Aber die sind doch bei weitem nicht so gut wie du und das weißt du auch. Bitte, Trapper, ich will das Beste für ihn. Du wirst dich um ihn kümmern, ja? Melanie. Oh, danke, Schatz. Ciao. Eins, zwei, drei,
4, 5. Woher wusstest du, dass es ein Junge wird? Mrs. Angelini bringt immer nur Jungs zur Welt. Den hier hat sie im Lift bekommen, zwischen dem dritten und vierten Stock. Sie ist langsamer geworden. Letztes Jahr hat sie es nur bis zum Zwischenstock geschafft. Dr. Smith wird in der Cafeteria erwartet. Dr. Smith wird in der Cafeteria melden. Psst. Jackpot! Bist du immer noch hier? Wir haben dich vor einer Stunde entlassen. Mann, ich brauche ein bisschen Stoff. Was für ein Stoff? Das glücklich machende Zeug, das ihr da in den Schränken habt. Vergiss es. Hey Mann, du und ich, wir waren doch mal prima Nachbarn. Wir haben doch früher viele Streiche gemacht. Ich schlag dir was vor. Ein sauberes Geschäft. Ich gebe dir 40% von allem, was ich verkaufe. Nichts da, mein Lieber. Der Polizeichef gibt mir 50%. Her damit. Was, das? Ja, gib her, pack's in die Schlinge. Rein damit. Was wollen Sie mit dem Zeug? Reich werden, mein Püppchen. Weißt du eigentlich, was der Stoff auf der Straße wert ist? Aber das ist doch hey, nur... Hey, was ist da in der Papiertüte drin? Das ist mein Essen. Klar, ja, sicher. Es stimmt, ja. Gib her, auch hier rein. Wehe, du sagst was. Nicht ein Sterbenswörtchen. Sonst komme ich wieder und kratz dir meinen Namen in dein hübsches Gesicht. Nicht ganz dich. Warum? Klaute mir doch ein Thunfisch-Sandwich und eine Flasche mit Zäpfchen. Mr. Beaumont. Dr. McIntyre. Gut, gut. Der alte Trapper John. Melanie hat so viel erzählt von Ihnen, dass Sie mir wie ein alter Kumpel vorkommen. Schon gut, sie hat mich gebeten, nach Ihnen zu sehen. Hören Sie, ohne den jungen Mann hier beleidigen zu wollen, wenn Sie mich behandeln würden, selbst wenn ich es nicht überleben sollte, wäre mir das sehr recht. Wir werden darüber sprechen nach der Auswertung der Tests. Nur keine Sorgen um den alten Harry, sowas schafft mich noch lange nicht. Nicht solange eine so wundervolle Frau wie Melanie draußen auf mich wartet, sich darauf freut, dass wir bald heiraten werden. Ja, ich weiß. Wissen Sie, wir mussten die Hochzeit schon mal verschieben. Ich habe nicht vor, Melanie ein zweites Mal zu enttäuschen. Gut. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Bowman. Sie sollten sich jetzt besser ausruhen. Wieso? Ich fühle mich großartig. Und so soll es auch bleiben, nicht, Doktor? Stimmt. Wir sehen uns später, Mr. Bowman. Kümmerling. Du willst jetzt wissen, wie es um ihn steht, deshalb gebe ich dir eine Vorwarnung. Möglicherweise ein Bauchaorta-Aneurysma. Na, großartig. Er muss sicher operiert werden. Würdest du das machen? Wenn der Patient es von mir verlangt, dann kann ich es ihm doch schlecht verweigern, oder? Tatsächlich nicht. Hör, wenn ich an meine Ex-Frau noch hängen würde und so ein Blindgänger wie Bowman sie heiraten wollte, dann würde ich nicht operieren. Meine Gefühle könnten mir im Wege stehen. Ich denke doch, dass es mir gelingt, objektiver zu sein. Oh Mann. Ich wusste zwar, dass du Fehler hast, Trapp, aber nicht, dass dieser Edelmut dazugehört. Arbeiten. Komm doch rein. Danke. Ich war eben noch bei Harry. Er macht mir Sorgen. Weißt du inzwischen mehr über ihn? Ja, er scheint ein netter Kerl zu sein. Freundlich, angenehm, offenherzig. Ich spreche von seiner Gesundheit. Also die vorläufigen Tests sehen nicht sehr gut aus. Er hat vielleicht ein Aneurysma. Wir müssen ein Angiogramm machen, um es festzustellen. Und wenn es das ist? Dann rate ich gewöhnlich zum Eingriff. Oh nein. Harry und ich hatten vor, bald zu heiraten. Ich dachte, du hättest deine Meinung geändert. Ja, hatte ich auch, bis jetzt. Aber Harry ist sehr hartnäckig. Sollen wir lieber warten? Tja, warum fragst du mich? Du bist der Arzt. Du kennst deinen Zustand besser als ich.
Hör, Melanie, wenn das tatsächlich ein Aneurysma ist, kann das jederzeit platzen, was dann sehr schlecht für ihn ist. Andererseits muss es nicht zum Schlimmsten kommen. Er kann ein langes, glückliches Leben führen ohne eine Operation. Das ist für mich keine Antwort. Wie soll ich dir denn antworten? Was würdest du denn tun? Ich würde mich für eine Operation entscheiden. Ist das nicht gefährlich? Melanie, jede Operation birgt ein Risiko. Ach, du bist wirklich keine große Hilfe. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Soll ich ihn heiraten, Trapper? Schau, frag mich was über die Kinder, den Hund, den Klempner, die Lebensmittelgeschäfte, aber stell mir keine Fragen dieser Art. Komm schon, sei ehrlich zu mir. Du hast dir sicher deine Meinung über ihn gemacht. Natürlich habe ich das. Ich denke, dass er ein blasierter, arroganter, herablassender, anmaßender Popanz ist. Schon gut. So genau wollte ich es nun auch nicht wissen. Okay, es tut mir leid, das hätte ich nicht sagen dürfen. Er ist sicher ein anständiger Kerl, der dich sehr glücklich machen wird. Woher willst du das denn wissen? Du kennst ihn doch überhaupt nicht. Gates! Gates! Trapper, tust du mir einen großen Gefallen? Sicher? Ich möchte, dass du Harry behandelst, du persönlich. Warum ich? Er ist ein toller Hecht, dieser alte Trapper. Ich kann verstehen, warum ihr beide euch so gemocht habt. Aber ich verstehe auch, warum du ihn verlassen hast. Er neigt dazu, sehr egoistisch vorzugehen. Findest du nicht auch? Wenn ich noch an meiner Ex-Frau hängen würde und so ein Blindgänger wie Bowman sie heiraten wollte, dann würde ich nicht operieren. Meine Gefühle könnten mir im Wege stehen. Her damit. Was, das? Ja, gib her, pack's in die Schlinge. Warum sollte ich mich an ihrem Eigentum vergreifen? Sie, Stanley. Ich habe einen Patienten im OP und sein Angiogramm ist in der Titanic und die Titanic ist weg. Und Sie sagen mir jetzt sofort, was Sie mit ihr angestellt haben. Wir haben immer noch diese Nacht. Du musst doch nicht darauf antworten, oder? Sieht nach viel Arbeit aus. Oh ja. 3 Autounfälle, ein Selbstmordversuch, ein Koronarinfarkt, 2 Opfer einer Prügelei und ein Kind mit einer Bohne in der Nase. In seinem Ohr, in seiner Nase, Trapper, steckt eine Kichererbse. Aha. Kümmere dich um Raumzweige und so. Schmerzen im oberen Bauchbereich und Rücken. Komplettes Durchchecken. Wird gemacht. Ich bin in Raum 4. Officer, gut. Dieses unverschämte Monstrum packt schon wieder auf meinem Parkplatz. Mein Herr, Sie sind hier im Krankenhausbereich. Jede unnötige Lärm ist verboten. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Wenn dieses Ding da nicht sofort verschwindet, lasse ich es abschleppen. Sind Sie der Chef der Unfallstation? Ja, Dr. Stanley Riverside Jr., Chef der Notaufnahme. Und mein Parkplatz ist besetzt. Gut, Doktor. Sie bekommen eine Anzeige wegen Lärmbelästigung im Krankenhausbereich. Wie geht's Ihnen denn so? Ach, die Wehen kommen jetzt alle 2 Minuten. Norman? Ja? Bring diese Lady in den Kreißsaal. Schnell. Ja, doch. $5, dass es ein Junge wird. Abgemacht.
Was liegt jetzt an? Hallo, Jackpot. Polo. Was machst du denn hier? Ich blute, Kumpel. Und womit bist du beschäftigt? Hä? Na, irgendeiner muss dich wohl mir jetzt zusammenflicken. Ab geht's. Hey, wohin bringst du mich? In den großen Ballsaal. Du hast mir den nächsten Tanz versprochen. Raum 1. Seit wann haben Sie diese Schmerzen, Mr. Bo?